mal eine andere Technik, nicht dass ich andauernd hier dasselbe mache. Nicht dass ihr meint, ja, ich habe das so zusammengeschnitten. Oh, der spielt ja gar nicht so lang. Der hat es einfach nur geschnitten und dann ohne Aufnahme gemacht. Nee, nee. Ist alles nicht unbedingt live, aber real. So. Wohl oder übel. Also die Scheiße blubbert wirklich so aus mir raus, wie ich sie hier verzähle. Aber leider nur immer, wenn ich mein Headset aufhab und vorhab, ein Let's Play zu machen. Dann kommt der Blödsinn einfach nur raus. So, ich ding, ich fand's auch cool, dass mal einer sofort seine, so sein, wollte, dass ich ihn auf Skype adde. Fand ich lustig, mache ich jetzt natürlich nicht, weil ich Skype generell nicht habe. Oder auch eher selten Skype. Ah, warte mal kurz, ich muss mich kratzen. So. Nicht kratzen, sondern waschen, Alter. Nee, ich habe Skype nicht, deswegen tut mir leid, mache ich nicht. Finde ich aber cool, das Angebot. Sofort zu adden. Verflucht! Wo sind die ganzen Fackeln hingekommen? Wer frisst hier heimlich meine Fackeln? Gebt es zu, ihr fresst meine Fackeln. Und sind sie gut zumindest. Sind hausgemacht. So. Nee, Skypen tue ich nicht. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt die Zeit noch dazu. Was ich mich da auch noch beschäftigt mit. Aber ich finde das Angebot allein schon cool. Also, danke, Mann, dass du das gemacht hast. Und vor allem danke fürs Abo. Bin jetzt keine Abo-Hure, aber es ist ja doch schön, wenn einer einen abonniert. Oder wenn ich abonniert werde einfach. Da freue ich mich jedes Mal wie ein Schneekönig, wenn ich mein E-Mail-Postfach aufmache. Sie wurden von dem und dem abonniert. Wollen Sie ein Gegenabo machen? Nee, ich find's toll. Und ich freue mich wie über meinen ersten Abonnenten und das immer noch. So, was suche ich denn jetzt? Die Kohle suche ich, da wo ich nur noch 6 Stück von habe. Ich glaube, wohl oder übel müssen wir eh bald zurück. Weil mit dem paar Fackeln komme ich nicht mehr weit. So. Ach ja, ich wollte ja Ding auch noch machen. Haha, bin so unfähig. Leitern wollte ich machen. So, jetzt habe ich so. Ich habe eh 52 Stiggies. So, 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 so. So, 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 so. Die dürfen reichen. So, 8 Stück. Ist wieder für ein gutes Stück. Leider gut. So. Huch. Du gehörst aber da nicht hin. So. So, jetzt habe ich gar nicht mal richtig geguckt, ob die Höhe passt. So, hier rauskommen ist noch immer ein bisschen schwierig. So. Ich wollte hier noch eine Fackel anbringen. Da. So. Die Sonne geht auch schon wieder auf. Zumindest haben wir schon eine schöne Aussicht. Wartet mal kurz, jetzt stelle ich kurz die Grafikeinstellungen um und stell auf maximal mal. Und dann gehen wir noch ein Stockwerk höher. So, Wolken habe ich ausgeschalten. Die Welt könnte sich ein bisschen generieren, ne? Ich will wohl gerade nicht so, wie ich will. So, stehe hier wieder am halben Abgrund. Aber die Aussicht, die ist genehmigt. Die gefällt mir. Eine wunderschöne.
Wunderschöne Aussicht. So. Hier rüber natürlich auch. Hier wird dann mein Reich entstehen. Oder meine kleine Burg auf dem Berg. Da steht eine Burg auf dem Berg. Da steht eine Burg auf dem Berg. So. Aber, was ich jetzt mache, mache ich es jetzt hier rund oder nicht? Kriege ich das fertig? Nee. Jetzt mache ich hier eckig weiter. Ich habe jetzt panische Angst, dass der Umschalter nicht mehr hält und ich hier runterfall. Oder das hier passiert, um Schreckmomente zu kriegen. Da kriege ich mal halben Herzinfarkt. Ich habe ja panische Höhenangst. Zumindest schlägt das sich in den Spielen nicht so aus. Das wäre schon ein bisschen gar krank. Also ich selbst in Computerspielen nicht mehr hohe Sachen erklimmen könnte, weil ich Angst hätte runterzufallen. Nee, ist zum Glück nicht der Fall. Na, funktionierst du heute noch? So. Ah, immer das kurze Geruckel hier und dann erstmal fett versetzt hier. Darf ich raten, ich habe hier eh schon die zweite Reihe angefangen. Ja, natürlich, hier ist die Mauer, die zweite Reihe, ja. Dann mache ich natürlich einmal rum noch die zweite Reihe fertig. Ja, genau das dachte ich mir, dass der Umschalter auf einmal loslässt. Passiert ja gern mal. So. Jetzt darf ich mich aber nicht aufregen. Muss ja auch nicht sein. So. Bin ja eh schon wieder oben. So. So. Ich sollte auch ein bisschen vorsichtiger hier agieren. So zum Beispiel. So. So. Nicht wundern, dass ich jetzt nichts sag, aber ich muss gerade ein bisschen wortkarg bleiben, so, nicht dass ich hier runter plumps. Jetzt mache ich hier diesen hier. Du kommst weg. Kommt dann hier so ein Zapfen hoch. Ah, ich bin an der Endbauhöhe. Cool. Das stellt mich jetzt vor sehr große Probleme. Nein. Verflucht. Verflucht seist du, maximal Bauhöhe. Ich wollte hier jetzt ganz was anderes bauen. Nein. Jetzt komme ich hier an die scheiß maximale Bauhöhe. Blöder Berg. Doof. Um ehrlich zu sein, es sieht aber so aus, wie dass der Baum auch schon aufs Maximal, auf die maximale Höhe wächst. Was überhaupt funktioniert hier? Gut, dann weiß ich zumindest, wo meine Grenzen sind. Ach, was mache ich denn? Könnt ihr auch hier... Ah, ich habe eine Idee, eine wunderschöne Idee. So. Jetzt reiße ich die Blöcke natürlich wieder weg. Hilft ja nicht. So, so.
Ich hoffe, das wird was Schönes. Wird hoffentlich schöner als die Standardburgzinnen oder so. Komm, dann kann man auch besser runter gucken, wenn ich da fertig bin. Und ich hoffe halt, dass es gut aussieht. Aber das renne ich dann schnell ins Häuschen rüber, weil ich glaube, ich habe noch ein bisschen was von. Das will ich natürlich auch gleich mitnehmen. Und die Musik stresst schon wieder. Ich habe hier schon wieder Hardcore-Musik drin. So, da gefällt mir 8-Bit-Mucke natürlich besser. Die Steine sind verloren. Oh mein Gott, sie sind verloren. So, jetzt springen wir hier mal wieder ein bisschen rum. Lassen uns das Ruckeln nicht mehr gefallen, sondern stellen auf normal wieder. Fertig. Fertig. Ich bin jetzt, glaube ich, schon zum 4. Mal in der Aufnahme in dem Optionsmenü. Nur wegen der scheiß Grafik. Weil das Spiel einfach nicht das Ruckeln aufhören will. Ich weiß ja nicht, was für ein Hardcore-Rechner ich jetzt auch mittlerweile bräuchte, dass ich Minecraft spielen kann. Dass hier das Ruckeln mal weg ist. Aber die Framerate bricht ja nicht ein. Das wundert mich. Ich sehe ja links oben die Framerate und die bricht nicht ein. Und so wie das ruckelt, müsste das einbrechen. Ah, jetzt hatte ich so ein kurzes Loch. Auf 16er Frames hin. So, vielleicht reicht da ein Knochen. Was ist denn das für ein Block hier? Sieht ja voll komisch aus. Nein, ich habe den Knochen wieder nicht dabei. Hier wollte ich auch noch ein Häuschen hinbauen. Vielleicht als nächstes. Mal gucken. So, hier könnte ich auch noch irgendwann weitermachen. Mache ich auch, glaube ich, bald. So. Da hüpfen meine Kühe rum. Die freuen sich, dass ich auch wiederkomme. So, sind meine Schweinis groß? Ja. Ich habe Weizen nicht dabei. Ja gut, dass ich so viel noch hab. So. Und hier könnte ich auch schon wieder abernten. Habe ich aber mal voll keinen Bock zu. So. Bam. Dann gehe ich natürlich eine kleine Zuchtrunde wieder machen. Aber Kers gucke ich. Nehme ich Kohle mit. Ja, ich habe noch Zaun. Perfekt. Dürfte auch nochmal reichen. So, der Stack kommt mit. Nein, die wollte ich nicht wegschmeißen. Also nehme ich sie natürlich wieder an mich. Ich treffe die Türen immer nicht. Bin so unfähig. So. Und zack, Türe zu. Wo geht's hier rein? Ach. So. Du und du. Du und du. Du. Oh mein Gott, eine Herde von Kühen. Habt euch lieb und vermehret euch. Komm her, du Kuh. Haben wir auch noch einen Partner für dich? So, ich dürfte das...